Oder ist hier irgendwo noch verstecktes kleines Haus an so einem wichtigen Gebäude dran? Nee. So, ganz oben auf dem Hügel, das da war für die Gauner. Also stehlen und sowas halt. Brauchen wir nicht. Bogengroßmeister? Meisterschütze. Ja, da müssen wir als Kampfmagier für werden. Das dauert noch. Die beiden Häuser. Mönchsausbildung. Körpermagie-Experte. Seid ihr schon Experte? Und Seelenmagie-Experte. 1000 Gold. Sehr schön. Wenigstens einen haben wir gefunden, der uns einigermaßen was beibringen kann. Meditation wäre sehr, sehr schön. Weil alle drei Magiebegabten, also eigentlich alle vier, aber ja, könnten davon profitieren. Achso, das waren die Diebe. Ha. Hügelgräber. Wassermagie-Großmeister. Ihr wollt uns doch ärgern. Ich will nun ganz normaler Experten-Wassermagier werden, Talana. Krummel. Na gut, drücken wir die Daumen, dass hier vielleicht noch irgendwo was war. Rebellion. Erdmagie. Ist sie schon. Hier ist sonst nichts. Monsterkunde, sechster Sinn. Das Haus brauchen wir auch nicht mehr. Hier war der Großmeister für Schwert. Ja. Und Axt. Brauchen wir auch beides nicht. Fehlt nur noch das Haus hier. Drei Leute. Okay. Holz verkaufen. Kopfjagd. Und der Mönch, der will, dass wir in die Barrows gehen. Nee. Also, Girigon aus der Zukunft. Wir haben Harmondale einmal abgeklappert. Hier ist definitiv kein Expertenlehrer für Wasser. Auch keiner für Luft. Und keiner für Meditation. Was sehr ärgerlich ist. Na gut, wir wollen jetzt nach Erasia. Und da nochmal alle Häuser abklappern. Wobei, in Erasia selber haben wir, glaube ich, noch nicht mal alle Häuser abgeklappert. Wir hatten diesen einen Rondell da besucht. Wir hatten ein paar Häuser an den Hauptstraßen besucht. Aber direkt am Hafen waren, glaube ich, noch welche. Ja, also wir haben gute Chancen, da noch jemanden zu finden. Auch wenn es halt doch eigentlich die Stadt der Kleriker ist. Das heißt nicht, dass nicht irgendwo sich ein Magier angesiedelt hat, um zu unterrichten. Also hoffen wir das Beste. Und unsere vier Helden sind ganz schön hungrig, wie ich sehe. Wir sollten also gleich in die Taverne gehen. Was haben wir hier? Fort Riverstride. Ha, dieses mächtige Fort verteidigt die östliche Brücke auf absolut verlässliche Weise vor Eindringlingen. Anscheinend sind Besucher innerhalb des Fort nicht willkommen. Ja, okay. Dann sollten wir da auch nichts machen. Und gleich wieder runtergehen. Also Westen. Und da sind auch schon die ersten Häuser. Beziehungsweise die Meistergilden. Da können wir gleich mal hochhuschen. Damit Lay gucken kann, was sie als nächstes lernen will. Hops. So, was haben wir hier? Geist. Willkommen in der Gilde des Geistes. Scham, 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 Scham. Berserker. Also ja, Scham war ganz praktisch, wie wir uns gedacht haben. Falls wir mal aus Versehen jemanden anhauen. Aber 1000 Gold und so. Willkommen in der Gilde der Seele. So, auferstehen. Sehr wichtig. Bewahrung. Sehr wichtig und betrifft die ganze Gruppe. Sehr, sehr, sehr wichtig. 3000 Gold und braucht nur Experte. Heldentum. Betrifft eh immer die ganze Gruppe. Auch sehr praktisch. 4000 Gold. Ja, Seelenmagie scheint wirklich Tote auferwecken.
Das Meistergrad. Seelenmagie wird ihr nächster Fokus werden. Auf jeden Fall. So. Seelenmagie. Meister kann sie aber auch erst werden, wenn sie einmal aufgestiegen ist. Und wir haben noch keine Aufgabe dafür bekommen. Also für die nächste Stufe des Klerikers. Aber gut. Seelenmagie. Seelenmagie. Nächstes Level up. Sind wir schon bei 7 Punkten. Und wir sind jetzt schon Experte. Also willkommen in der Gilde der Seelen. Könnten wir... Doch, wir kaufen uns jetzt Bewahrung. Dann kann sie es im Notfall 3-mal zaubern. Auf die 3. Und dann können wir Kisten öffnen. Und wenn sie dann so stark explodieren, dass alle unsere Mädels eigentlich sterben würden, sterben sie nicht, sondern werden nur ohnmächtig. Und das ist sehr gut. Also. Inventar. Ich probiere es gleich mal. Das kann ich nicht lernen. Ja, das kannst du nicht lernen, richtig. So, und das kann alles verkauft werden. Damit wir wieder ein bisschen Gold rankommen. So. Oh. Ich würde gerne helfen. Können wir das wirklich brauchen? Elfenlangbogen. Den bekommt doch mal er. Sie bekommt den und der kann weg. Jo, ganz viel Zeug zum Verkaufen. Und wir haben noch besondere Erze. Die können wir auch noch abgeben. Vorher nochmal ganz kurz gucken, was es beim Körper gibt. Gift heilen, sollten wir uns kaufen. Regeneration. Krankheit heilen später wird auch noch praktisch sein. Und Schutz vor Magie auch. Also sollte mindestens 7 Punkte auch in Körper reinstecken. Wo waren die Erzleute? Die waren hier hinten. Und alle Häuser trotzdem abgehen. Einfach nur um zu gucken, ob irgendwo Lehrer sind. Schwert. Schwert, uninteressant. Expertenlehrer. Oh, oh. Expertenlehrer. Ihr sucht eine Expertenausbildung in eurer Fähigkeit. Die Expertenausbilder für die meisten Fähigkeiten befinden sich in Harmondale, Erassia und im Tularianischen Forst. Das ist doch mal gut zu wissen. Also, da wir in Harmondale schon waren und im Forst auch recht ausgiebig geguckt haben, müssen die hier in Erassia sein, die gesuchten Gegenstand herstellen. Oh, der sieht schick aus. Schwefel. Billiger Helm. Kein Erz mehr. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Das kann ich nicht erkennen. Oh, das ist ein gutes Zeichen, wenn sie es nicht erkennen kann. Dann muss es gut sein. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so Ausdauer plus 3 kriegt sie immer. Damit sie nicht so schnell umfällt. So. Rüstung schmieden, nein. Hier waren Waffenschmieden, brauchen wir also auch nicht. Klatsch und Tratsch brauchen wir auch nicht. Komm schon, gib mir die Lehrer, die ich brauche. Schild. 1000 Gold. Okay, kurz verkaufen. Die hier. Guten Tag, darf ich helfen? Weg, weg, weg. Immer noch keine 1000. Danke. Guten Tag. Weg, 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 weg. Über 1000. Danke, bis dann. Sehr schön. Falsches Haus. So, Schildexperte. Also, Karte. Wir haben jetzt, Zoom, die Häuser hier unten alle abgeklappert. Wir waren bei denen da oben, wobei ich mir die nochmal angucken werde, weil ich nicht mehr genau weiß, welche Expertenlehrer da waren. Und danach gucken wir uns alle anderen Häuser hier oben auch noch an. Also die hier am Wasser. Ja. So. Und zwischendurch sollten wir auch noch zu dem einen Gemischtwaren magischen Bedarfsladen laufen, um die ganzen Ringe und Edelsteine loszuwerden. Der war hier vorne. Nicht angreifen, Greif. Wir haben nichts getan. Kann ich euch helfen? Verkaufen. Kenn ich nicht. So, 2600. Ach so, erkennen. Einfach nur ein Umhang plus 5. Viele. Ja,
Ja, sieht schick aus. Können wir das wirklich brauchen? Na gut, wir haben 2600 Gold. Müsste für ein, zwei Expertenstufen reichen. Kämpe. Oh. Das Markenzeichen des Campen soll immer dessen Courage sein. Ich kann euch zum Campen nennen, aber dafür müsst ihr etwas tun, um euren Mut zu beweisen. Die meisten Leute sind im Inneren feige Angsthäschen. Ich bezweifle, dass dies bei euch anders ist. Aber falls ihr es doch wagen solltet, soll das eure Aufgabe sein. Vernichtet alle Untoten im Geisterhaus im Tal der Hügelgräber. Ha, noch eine Aufgabe für die Hügelgräber. Also nicht die Hügelgräber direkt, sondern das Tal der Hügelgräber. Da gibt es ein Geisterhaus, davon haben wir auch schon mal gehört. Ja, sehr schön. Jetzt wollen wir aber doch weiter Privathäuser durchstöbern. Streitkolben-Experte. Sind wir schon. Totalia wäre Meisterstufe. Hier wäre das Rondell, da gehe ich gleich hin. Erstmal Proviant und schlafen. Und hier haben wir den verrückten Ritter eingesammelt, richtig? Richtig. Okay. Also hier kann man Kämpe werden. Eine Aufstufung Krieger, Aufstufung Paladin. Die wohnen direkt nebeneinander. Okay. Rondell. Hier war das Arkomage-Spiel in 13 Tavernen gewinnen. Geistesmagie sind wir schon. Körpermagie sind wir schon. Federn kaufen. Nee. Wir machen so schon genug Gold. Den Brief müssten wir auch noch abgeben. Das wäre wirklich eine einfache Aufgabe. Nichts. Nichts. Das kann doch nicht angehen. Was? Rauszoomen. Also, Erassia, Harmondale und der Forst. Da sollen alle Experten in Lehra vorhanden sein. Wir waren jetzt garantiert überall in Harmondale. In dem Forst bin ich mir zu 80% sicher, dass wir überall waren. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal die Häuser hier im Umland abklappern. In der Hoffnung, dass die es waren, die wir übersehen haben. Beziehungsweise wo ich schon mal war. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir halt noch nicht hoch genug in dem Skill. Was extrem ärgerlich wäre. Aber na gut. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Banditen oder irgendwelche Kisten, die wir öffnen können. Das ist schon okay. Weil jetzt können wir uns ja auch selber schützen vor den Kisten. Ist zwar ein wenig lästig, das dreimal zu zaubern, jedes Mal zu warten, bis der Zauber wieder da ist und so, aber wir können wenigstens sicherstellen, dass wir nicht sterben und dadurch eine ganze Menge Gold sparen. Also wir müssen jetzt über die Brücke rüber und dann wieder auf die Karte gucken. Das ist echt Wahnsinn, was wir alles zu tun haben. Also was für Möglichkeiten wir haben, was wir zuerst tun können. Wir könnten auch genauso gut die Kanalisation hier aufräumen. Aber das stinkt. Das können wir auch später mal machen. So. Irgendwo meinte hier jemand, auf was wollte die Lehrer treffen. Ich glaube, das hatte sie gesagt. Reparieren Großmeister. Nix. Plattenmeister. Oh, und da hinten war... Achso, da hinten war der Schrein, wo wir Glück bekommen hatten, war das, glaube ich. Also, die Hütten hier schon mal relativ uninteressant, außer vielleicht für Girugon später Plattenmeisterlehrer. Das heißt, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, dass in den Hütten da hinten jetzt... Das ist das Versuchen. Oh, Moment mal, da fällt mir ein. Als wir hier bei der Diebeshöhle waren, hatten wir nicht alles geplündert, oder? Weil wir nicht schon wieder sterben wollten? Ja, ich glaube schon. Ja, guti. Dann gucken wir jetzt kurz in den Häusern uns um, ob da Lehrer sind. Und wenn nicht, gehen wir zurück in die Diebeshöhle, versuchen da noch ein bisschen Gold zusammenzukratzen, um die letzten Kisten zu öffnen. Wo zur Hölle kommst du her?
Name schon. Ausweichen Großmeister. Nein. Irgendwo haut noch jemand. Da. Genau, lauf. So. Seelenmagie Meister. Dauert noch. Bitte, 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 bitte. Kampfkunst Großmeister. Nein. Das kann doch nicht sein. Das heißt, ich muss jetzt im Dulerianischen Forst irgendwo die Lehre übersehen haben. Schande, Schande, Schande. Aber gut. Ich denke mal, das werde ich dann irgendwann auf Camera mal kurz nachgucken. Also ich werde die Videos durchgehen und gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Damit wir nicht jetzt ein, zwei Folgen damit verbringen, einfach nur alle NPCs nochmal abzulaufen. Also rein hier. Jo. Jetzt speichere ich kurz ab. Und in der nächsten Folge gucken wir, ob hier noch irgendwo Kisten waren. Also dann, bis gleich.